So, was geht, Leute? Hier ist mal wieder Krisha bzw. On My Way to Own You und wir zocken weiter die Division Beta. So, wir haben das nächste Mal eine Mission geschafft, bzw. ich habe eigentlich viel zu viel gelabert und deswegen bin ich irgendwie zu nichts gekommen. Rechts auf der Seite könnt ihr ja sogar die Version der Beta sehen, das heißt, die hat sich noch nicht verändert. Es ist ja auch noch der gleiche Tag, das heißt, es sind keine Updates gekommen. Es ist immer noch die 1.0-Version und wir werden jetzt versuchen, so viel wie möglich hier zu machen. Das heißt, wir machen jetzt diesen Encounter, das heißt Virus Search und danach gehen wir in die Dark Zone. So, wartet mal, ich habe das jetzt falsch rum gemacht. Das heißt, wir werden jetzt erstmal diesen Encounter machen. Also, ja, okay, so genau so. Wir gucken mal, ob wir bei diesen Zivilisten irgendwas kriegen können. Stay cool. I got no issue with you. Das war gerade ganz cool. Der hat zu mir gesagt, dass er halt kein Problem mit mir hat. Also ich soll cool bleiben. Ich habe kein Problem mit dir. Obwohl ich halt eigentlich nichts gemacht habe. Das heißt, ich habe den halt nur nicht mal anvisiert. Ja, da haben sie halt natürlich ein bisschen Schiss. So, dann springen wir hier. Okay, hier können wir nicht drüber springen. Warum können wir hier nicht drüber springen? Das finde ich doof. Ich wollte da drüber. Na gut, egal. Wir wollen ja hier eigentlich, beziehungsweise ich wollte eigentlich nicht so viel Zeit verschwenden. Deswegen werden wir auch. Was mir gerade aufgefallen ist, beziehungsweise das ist mir schon eigentlich beim letzten Mal zocken. Hä? Wie jetzt? Jetzt kann ich nicht mal nochmal drüber springen oder was? Was? Ich bin doch von hier gekommen. Ja, was mir halt aufgefallen ist, dass man Schaden, beziehungsweise also Schaden, den man erhält. Wenn man kurz wartet, dann regeneriert er sich. Also das heißt, man hat hier eine kleine passive Heilung, sage ich jetzt mal. Wie kann ich jetzt nicht einfach hier geradeaus laufen? Warte mal, ich gucke jetzt mal, was, wenn ich jetzt hier geradeaus laufe. Da finde ich doch bestimmt. Ja, ich versuche es einfach mal. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, der mir sehr, sehr gefällt. Das heißt, wenn ihr halt die Karte aufgemacht habt und dann wieder zumacht, dann ist immer noch für ein, zwei Sekunden, also wenn überhaupt, oder eigentlich ist es so eher 0,5 Sekunden, so ein Raster. Das heißt, der Raster von der Map ist immer noch so ganz wenig da. Und oh, guck mal, ein Wauwau. Guck mal, der Hund bewegt, er hat mich gerade bewegt. Bellt er mich gerade an? Ja. Das ist cool. Das müssen die natürlich auch ändern, das ist ein bisschen lächerlich. Der Hund war halt. Das war gerade so dumm. Ich habe mich halt nicht bewegt. Und was ist denn das hier? Oh Gott, warum habe ich denn jetzt solche heftigen Lags? Ich verstehe das nicht. Kann ich hier rein? Nee, oder? Aha. Aha, das ist eine. Das ist eine kontaminierte Zone. Das heißt, okay, hier kann ich auch nicht drüber springen. Aha, okay. Das heißt, hier kann ich noch gar nicht rein, oder was? Okay, das ist also alles klar. Das ist jetzt die Beta-Area sozusagen. Das heißt, wartet mal, kann ich hier vielleicht versuchen durchzurennen? Ich probiere das jetzt einfach mal. Ob ich das schaffe in diesen 10 Sekunden. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, okay. Genauso machen wir das jetzt. Jetzt machen wir das Ganze einfach nochmal. Und dann müssten wir theoretisch bei einem Punkt ankommen. Das heißt, wir rennen hier einfach durch. Und wie ich schon im letzten Video erwähnt habe, ich finde das sehr, sehr schön gemacht von Ubisoft, dass sie zwar eine Area, also eine Beta-Area gemacht haben, also wo man halt spielen kann und wo man. Und halt eine Area, wo man nicht spielen kann. So. Aber die haben halt keine unsichtbare Wand gemacht. Das heißt, sie haben einfach, ja, sie haben einfach so eine rote Zone gemacht, wie zum Beispiel bei einem RPG, wo ihr halt, wenn ihr rauslauft, also das heißt, wenn ihr aus einer Missionszone zum Beispiel rauslauft, dass ihr halt nicht zu lange drinne bleiben dürft. Und das haben die halt hier genauso gemacht. Ich finde es ehrlich gesagt super. Das ist wirklich tausendmal besser als irgendeine bescheuerte, unsichtbare Wand, wie bei manchen RPGs. Okay, das heißt, wir müssen hier irgendein Virusscanner.
Okay, find and activate Virus Scan. Okay, wartet mal, wir haben hier noch ein Handy gefunden. Okay. So, haben wir hier noch irgendwas da hinten? So, wir sehen links unten, Phone Recordings, 3 von 21 haben wir gefunden. Was das letztendlich bringt, kann ich euch noch nicht mal sagen. So, aber egal, wir haben hier eine Kiste gefunden und cool. Da war einfach ein bisschen Munition drin. So, beziehungsweise ist das eine Restock-Kiste? Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, das ist einfach eine Restock-Kiste. Das heißt, solche Kisten liegen überall mal auf der Map verteilt und natürlich auch in der Safe Zone. Aha, ich kann die Leiter gar nicht benutzen, oder was? Doch, kann ich. So, was mache ich? Upload Video Status Cloud, okay. So, das heißt, ich habe jetzt 2 Minuten, um halt zu diesem Punkt da oben zu kommen. Ich denke mal, ich werde hier auch auf Gegner treffen. Also gehe ich mal stark davon aus. Hä, wartet mal, wie komme ich denn? Wie komme ich denn dahin überhaupt? Das verstehe ich gerade nicht. Wie soll ich denn auf das Dach da kommen? Boah, Gott, meine Nase juckt gerade. Ach, da ist noch ein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Ich habe es, glaube ich, gerade übelst verkackt. Scheiße, ich habe nur noch 1 Minute. So, ich muss hier mal kurz runterjumpen, wenn das geht. Jump! Nein, der kann hier nicht runterspringen, der Spast. Warum das denn? Dann spring von mir aus hier runter. Komm, dann kassierst du ein bisschen Leben. Bisschen Lebensabzug. Was ist das hier? Hier kann ich auch nicht durch. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Hä? Das verstehe ich nicht. Über die fette Mauer konnte ich doch auch nicht drüber. Wie soll ich denn jetzt oben auf das Scheißgebäude kommen? Bin ich gerade irgendwie zu doof dafür? So was Dummes. Hier ist doch nur eine Leiter, die ich benutzen kann. Scheiße, Mann. Das kotzt mich gerade übelst an, ey, wenn ich die Mission jetzt verkacke. Nur weil ich zu dämlich bin, irgendwie das zu finden. Ach, hier. Oh mein Gott. Das habe ich vollkommen verpeilt. Lauf, lauf. Oh mein Gott, ich muss ja sonst wohin. Da muss ich noch zwischendurch irgendwelche Gegner abknallen. Komm, lad nach. Ich habe nur noch 18 Sekunden. Oh meine Fresse. Ich schaffe das nicht mehr. 10 Sekunden. Nee, das schaffe ich nicht. Scheiße. Ja, ich habe die Mission verkackt. Oh Mann, ist das bitter. Scheiße. Scheiße. Ich hasse es. Oh Mann. Was, wenn ich hier runterjumpe? Geht das überhaupt? Nee, ich kann hier nicht vom Dach runterspringen. Scheiße. Oh Mann, ist das bitter. So, das heißt, ich muss jetzt nochmal nach unten. Also komplett nach unten. Ja, und springen kann ich hier leider nicht. Ach so, ich habe jetzt doch eine Gasmaske an. Ich dachte. Weil gestern hat das irgendwie gar nicht funktioniert. Also nicht, na doch, das war ja gestern. Als ich die ganzen Videos mit Benny gemacht habe, also die 6 Division-Videos, die ich mit Bennys gedreht habe, oder waren das 5, da konnte ich zwar eine Maske ansetzen, also das heißt, ich hatte eine Maske auf, aber die wurde nicht angezeigt. Das heißt, es war einfach irgendein Visual Bug, der, also ein ziemlich komischer Visual Bug. So, das heißt, ich dachte jetzt, ich habe die Mission komplett verkackt, aber habe ich nicht. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie nochmal zurückrennen, sondern ich muss jetzt einfach diese 2 Kästen, beziehungsweise diese 2 Kasten muss ich einfach aktivieren nochmal. Und ja, und jetzt muss ich diesen Virus hochladen, also beziehungsweise upload Virus Data to Cloud. Also ich muss halt, ja, die Virus-Files auf eine Cloud hochladen. So. Jetzt haben wir natürlich 2 Minuten Zeit, das heißt, können wir natürlich locker schaffen. So, und in der Zeit können wir hier mal kurz das hier aufheben. Ist der hier echt oben gestorben? Das sieht ja witzig aus. So. Na komm, lauf. Lauf, Forest, lauf.
So. Hier haben wir jetzt... Jetzt haben wir das hier geschafft, aber... Ach so, das war's schon. Okay. Nevermind. Das war ja eine sehr, sehr kleine Mission. Ich dachte, hier ist... Okay, hier ist noch eine Box. Und jawohl, ich habe schon wieder eine gefunden. Ey, so viel Luck kann man doch gar nicht haben. Krass. Ich habe jetzt wieder diese M4 gefunden. Ach so, das Coole dran ist, meine ist sogar besser, weil meine ist Level 7. Oder? Ach nee, das ist die Level 7. Krass, ich habe jetzt wieder eine also die gleiche Waffe gefunden, bloß mit mehr DPS, weil die hat halt ein höheres Level. Ey, das ist einfach nur heftig. So, wartet mal, aber die Waffe hat noch Mods. Das heißt, wir werden hier Show-Menü. Item-Menü, Show-Menü. Ja, wir müssen doch Strix swappen. Nee. Ach, da ist dieser Mod. Da. So. Ach nee, unequip. So. Hier haben wir nichts und hier haben wir auch null Mods. Das heißt, wir ziehen jetzt die an und zerstören jetzt die Waffe hier. So. Und jetzt haben wir eine Polizei M4 und auf die machen wir jetzt die neuen Mods drauf. Beziehungsweise allgemein machen wir da Mods drauf. So, wir können hier zwischen dreien auswählen. Das heißt, einmal so ein Angle Strip, also dass wir hier besser fassen können. Dann Small Strip, Small Grip und Small Laser Pointer. Hier können wir noch die DPS-Anzeige sehen. Das heißt, hier wären es 2437. Hier würde sich DPS gar nicht verändern. Und hier wären es 2440 sogar. Das heißt, wir werden natürlich auf Max DPS gehen, indem wir hier auf den hier gehen. Und da machen wir einfach mal Equip. So. Dann gehen wir hier raus. Können wir eigentlich unsere zweite Waffe modden? Ja, wir können hier auch einen von den Mods hier benutzen. Das heißt, irgendeiner von denen hier. Was steigert? 1775. Ja, wir machen wir diesen. Das ist irgendwie. Ach so, seht ihr? Ich dachte schon, man kann zwei. Zwei Mods auf. Also auf einen Mod, meine ich, auf zwei verschiedene Waffen machen. Das wäre irgendwie dämlich und deswegen. Können wir natürlich nicht, aber dann machen wir hier diesen Small Laser Pointer hier drauf und dann haben wir jetzt beide Mods auf zwei Waffen. So, also zwei verschiedene Mods auf zwei verschiedenen Waffen. So, ja, runterspringen lohnt sich hier glaube ich nicht, beziehungsweise wir können hier noch nicht mal runterspringen. Wir sind schon in der 12. Minute, aber ich denke mal, wir werden jetzt versuchen. Na? So, wir werden auf jeden Fall versuchen, in die Dark Zone in diesen 12 Minuten wenigstens die Dark Zone betreten. Also in 12 Minuten, dass wir überhaupt das erreichen. Und ich denke mal, im nächsten Video werden wir dann auch auf richtige PvP-Gegner treffen. Ich wollte das zwar schon in diesem Video erledigen, aber ihr habt ja gemerkt, ich habe es ein bisschen verkackt, weil ich halt die Mission versaut habe. Aber gut, passiert. So, wartet mal, hier steht noch irgendwas. Ach so, seht ihr, hier ist noch eine Box. Die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ja, mach doch Loot-Item, mach doch jetzt so. Alles klar. Ich finde, das müsst ihr eigentlich noch ändern. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wegen der Beta ist oder ob das... Ach so, seht ihr, die Gasmaske zieht da nur auf, wenn ich da reingehe, in diese kontaminierte Zone. Alles klar. So, achso, ja, wir dürfen ja nicht durch diese Beta-Area laufen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nach dahin. So, wo war ich jetzt? Oh Gott, ich bin jetzt gerade verwirrt, ich weiß es auch nicht. 1, 2, 3. Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, was ich jetzt sagen wollte. Aber egal. Achso, ja, das, sie müssen das halt ändern, weil das Spiel ist ja theoretisch ein MMORPG. Das heißt, es ist halt ein MMO mit RPG-Elementen, dass man halt Kisten finden muss oder Materialien finden muss, um dann halt irgendwas herzustellen. Aber das Problem ist ja, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so ist, weil es in der Beta ist, oder ob das dann wirklich auch im Endgame, also das heißt letztendlich im Endprodukt sein wird. Denn wie ihr seht zum Beispiel auf der Karte, kann man alle Kisten einfach sehen. Das heißt,
man sieht es, obwohl man die Gegend noch nicht entdeckt hat, sieht man schon irgendwelche Gegenstände auf der Karte. Also die man halt looten kann. Aber ich finde, oh, seht ihr, der Zivilist braucht hier Wasser. Hä, wo ist denn der hin? Wo ist denn der auf einmal hin? Hier war doch gerade ein Zivilist, der Wasser wollte. Oh, jetzt einfach verschwunden oder was? Naja, egal. Auf jeden Fall, das müssen die halt ändern, weil ich finde, das ist ein bisschen blöd. F-Overrides? Nee, ich mache jetzt keinen Encounter mit. Obwohl, hahaha. Ich glaube, ich muss da einfach mitmachen. Das geht, glaube ich, gar nicht anders. Gott, warum habe ich dann auf einmal solche Lags? Ich verstehe das nicht. So, den haben wir. Alter, diese Lags, die kotzen mich echt an. Aber ich denke mal, also die Lags, ihr dürft euch nicht wundern, die Lags sind noch nicht mal wegen dem Spiel. Also natürlich haben sich viele wegen Lags und so beschwert, aber ich habe ehrlich gesagt noch keine erlebt. Also wenn ich halt Aufnahmen gemacht habe, dann habe ich wirklich keine Lags erlebt oder sowas. Also eigentlich habe ich nur Positives über das Spiel gehört. Okay, da sind schon die nächsten. Beziehungsweise nicht nur gehört, sondern ich habe nur Positives erlebt. Aber weil ich halt gerade die Aufnahmen mache, belastet das nochmal meine CPU ganz schön heftig. Und deswegen. Oh, scheiße, es ist ein Zivilist. Aber ich glaube, den kann man jetzt hier in der Beta noch gar nicht töten. Ich denke mal, später im Spiel geht das denn? Weiß ich nicht, ob das dann gehen wird, aber das werden wir ja dann sehen. So, ich drücke jetzt einfach Steuerung. Also das heißt, ich muss Steuerung gedrückt halten. Das war gerade ganz cool. Der ist an das Fahrzeug so rangegangen. Und ach so, jetzt kommen Gegner von hinten oder was? So, was ist das hier? Okay. Irgendwelche Gloves. Ja, wo sind denn jetzt die Gegner? Ach, egal, wisst ihr was? Geht mir jetzt am Arsch vorbei. Ich gehe hier einfach weg. Ich wollte eigentlich in diesem Video in diese scheiß Dark Zone endlich kommen. Aber wegen diesem neuen bescheuerten Encounter komme ich, glaube ich, nicht mehr zu Dark Zone. Lol, ich habe das jetzt geschafft. Okay. Da war jetzt einfach nur ein Typ außerhalb von sonst wo. So. Ah, hier stand gerade übrigens, wenn man Seiten, also Side-Missions macht, also Nebenquests macht, dann erhält man Blueprints, das heißt, man erhält Rezepte für irgendwelche, ja, für irgendwas Zeug, das heißt Waffen oder halt vielleicht auch irgendwelche Gegenstände oder auch Rüstungen. So, ich sehe gerade wieder eine Kiste auf der Karte oder halt irgendwas, was man halt aufmachen kann, theoretisch. Aber wo ist die denn? Ist die hier auf dem Dach oder was? Wie soll ich denn da hochkommen? Das checke ich gerade nicht. Wie soll ich nach da oben kommen? Ich kann. Ach so, nee, die Kiste ist hier unten. Ich habe die gar nicht gesehen. So klein war die. Okay. Warum habe ich denn jetzt solche massiven Lags? Ich verstehe das nicht. Also es tut mir wirklich leid, Leute. Ich verstehe das. Also ich kann es mir halt ehrlich gesagt nicht erklären. Denn im letzten Video habt ihr gesehen, dass nach einer Weile einfach die Input-Lags teilweise komplett verschwunden waren. Das heißt, ihr habt eigentlich flüssiges Gameplay erlebt. Und warum ich jetzt wieder lagge und ob das jetzt wirklich mein Rechner ist oder halt auch wirklich die... ja, vielleicht liegt das halt auch... Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Oh mein Gott, schon wieder so ein heftiger Lag. Richtiger Screen Freeze, ich hasse sowas. Hä, warum ist denn explodiert? Lol. Hat er so eine Granate nach mir geworfen, der Arschloch. Lol, wo ist denn noch ein Gegner, verdammt? Könnt ihr euch jetzt endlich mal beruhigen, Leute, hier? Mein Gott, warum hab ich denn diese bescheuerten Scheiß-Lags?
Das kotzt mich gerade übelst an. Weil, wie schon gesagt, eigentlich. Ach Gott, schon wieder so ein kompletter Screen Freeze. Oh Mann, das ist echt kein. Nicht mehr schön. So, was haben wir hier? Okay, wir haben hier irgendwelche Pläne gefunden und haben dafür Experience erhalten. So, ich bin übrigens Level 7. Das könnt ihr rechts oben in der Ecke sehen. So, wir sind schon in der 20. Minute, aber ja. Ich muss mich leider enttäuschen. In die Dark Zone kommen wir hier nicht mehr. So, Garmin District. Ich werde auf jeden Fall jetzt diese 0,3 Kilometer auf jeden Fall noch zu Ende laufen. Also die 300 Meter. Aber ich werde die Dark Zone nicht direkt betreten, sondern die Dark Zone werde ich dann einfach im nächsten Video betreten. Und ja, weil, wie schon gesagt, ich will die Videos nicht zu groß machen. Weil es ist, erstens muss ich die hochladen. Und ich habe auch eine beschissene Internetleitung. Das heißt, es wird einfach viel zu lange dauern, ein Video hochzuladen. Meistens muss ich schon 2 oder 3 Stunden warten, was mich schon ziemlich ankotzt. Und deswegen versuche ich die Videos so zwischen 20 und 30 Minuten zu halten. Und 30 Minuten ist wirklich das Maximum. Also jetzt in den neuen Videos, die ich drehe, weil ich glaube, 1 oder 2 Videos waren auf jeden Fall irgendwas mit 33 Minuten oder so. Aber das ist ja nicht schlimm. So, okay, wir müssten jetzt hier angekommen sein. The dark zone's walled off, and with good reason. It's where the Oh infection mein is Gott, jetzt bin hardest, ich in die to Map the point gefallen. where no one, not us, not LMB, not anyone, can hold it. Nice. Now it's a no man's land. So, wartet Most mal. people willing to Ich take mache their hier mal einen chances with the Screenshot. virus to get away from the factions in the streets. And what happens behind those walls, Ja, well, mal gucken, was jetzt noch very little passiert. of it is good. Outside playable area. Returning in 7, 6, 5. Ja. GG. Jetzt wird das halt neu geladen. Gut, an dem Punkt hören wir auch auf. Das habe ich schon mehrmals miterlebt, beziehungsweise das ist jetzt gerade das zweite Mal, dass ich in die Map, also in die Grafik reinfalle. Schlimm finde ich es ehrlich gesagt nicht unbedingt, weil, wie schon gesagt, es ist ein Early Access Titel, es ist eine Beta. Mit sowas muss man rechnen und sowas sollte einen nicht ankotzen oder so, sondern es sollte eher die Leute anspornen. Den Entwicklern zu helfen. Das heißt, einfach den Entwickler dann anschreiben oder halt in den Foren das Bild, also was ich jetzt zum Beispiel dann gemacht habe, einfach das Bild posten und sagen, ja, ich bin halt ein paar Mal in die Map gefallen. So, das hilft den Entwickler halt viel mehr, als wenn irgendwelche Spasten einfach sich die ganze Zeit über das Spiel aufregen, obwohl das halt eine verdammte Beta ist. Warum sollte man sich über ein Spiel aufregen, was noch nicht fertig ist? Das verstehe ich nicht. Dann sollte man das doch einfach nicht spielen. Nein, ganz einfach. Dann spielt das Spiel doch einfach nicht. Sondern wartet doch auf den Release. Und ja, es ist lächerlich zu sagen, wartet auf den Release, weil die meisten fertigen Spiele, also angeblich fertigen Spiele oder releaseden Spiele, sind nicht wirklich fertig. Aber darüber werden wir jetzt nicht weiter diskutieren. So, ich bin Krisha, beziehungsweise On My Way to Own You und alles andere, beziehungsweise alles weitere zu diesem Spiel und zu meinem Equipment und so weiter, findet ihr in der Beschreibung, falls ihr noch Fragen habt oder auch ein Feedback zu meinen Videos oder auch zu dem Video, haut das einfach in die Kommentare rein. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten The Division Video. Reingehauen.